Die Haut ist wie eine Hülle, wie ein Gefäß, das alles umfasst, unsere Organe, unsere Psyche. Sie spiegelt Ernährung, Stress, glückliche Momente und erzählt Geschichten. Und diese Geschichten, diese Spuren zu lesen, das ist die Aufgabe eines Hautarztes. Dermatologen sind sehr sinnliche Ärzte. Wir lieben es zu schauen, zu fühlen, zu riechen. Ein Dermatologe ist ein guter Dermatologe, wenn er seinem Kollegen allein übers Telefon anhand der guten Beschreibung der Symptome einen Anhalt für die Diagnose geben kann. Wir Dermatologen nennen zum Beispiel große hellbraune Flecken Café-Olé-Flecken. Oder so kleine blutgeschwülste Rotweinflecken oder Kirschangiome. Also wir greifen da tief in den Topf der Lebensmittelbeschreibungen. Als Hautarzt arbeitet man im Grunde interdisziplinär. Man ist einerseits Internist, andererseits Sexualmediziner und natürlich auch Psychologe, weil wir sehr viele Erkrankungen haben, die sich an der Haut widerspiegeln, wenn wir seelisch aus dem Lot sind. Also von Neurosen über Waschzwang natürlich oder der Dysmorphophobie, der Angst vorm Hässlichsein, obwohl man eigentlich sogar schön ist, die Angst vorm Makeln, die Angst vorm Sterben, all das spiegeln seelische Zustände wider.